Sehr aufmerksam, herzlich willkommen. Tag 1 unserer Bundeswehr, 400 Mann der Bundeswehr in Mazedonien. Und ich hoffe im Interesse von allen, dass es da unten reibungslos abläuft. Sie wissen, unsere Bundeswehr in Zusammenarbeit mit vielen anderen NATO-Partnern im Rahmen des Manövers Essential Harvest sammelt von der UÇK, von der albanischen Waffen ein. Ich hoffe, dass das so friedlich läuft, wie wir es von hier kennen, wo Albaner einem die Waffen eigentlich förmlich aufdrängen. Brauchst du was? Die wichtigste Ausrüstung für unsere Bundeswehr ist Feldflasche, wenn der Durst kommt. Ja? Splitterschutz, falls der Gegner kommt. Und das Badetuch, falls Sharpie kommt. Das Badetuch. Falls Sharpie kommt. Ja. Mal ehrlich, wen interessiert Mazedonien, wo es am Samstag gegen England geht? It's not necessary to say you come from your island. We send you home with such a package. 4-0, you go back to your rainy island. 4-0! Das Mindeste, was wir erwarten können. Oder? Ich hoffe, das wird nicht politisch viel interpretiert. Es wird leider so vieles missverstanden in diesen Tagen, in diesen schwierigen Tagen. Man hat jetzt die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung hat herausgefunden, deutsche Schulbücher schüren noch immer, vielleicht unbewusst, Vorurteile über Afrika. Ja? Es werden Bilder vermittelt wie in der Kolonialzeit. Zum Teil die Kolonialzeit wird verherrlicht. Und Afrika dient dazu, dass das Bizarre, Abnorme und Primitive darzustellen. Das ist unschön, muss man sagen. Das Primitive, Bizarre und Abnorme. Dazu brauchen wir kein Afrika seit dem Fall der Mauer. Dann ein Schock, unsere Deutsche Bahn AG. Wir gehören nicht zu denen, die Bahn madig machen. Wir sagen, unsere Bahn ist fantastisch. Kleinere Schwachstellen, aber die werden alle behoben. Jetzt schafft die Bahn im ICE den Speisewagen ab. Das ist schlimm, weil wo soll ich da meine Nachttischlappen herkriegen? Die Speisewagen fallen weg, ja? Die Köche, das ist schon 5 Jahre weg. Das waren meine Lieblingsleute, die im Speisewagen gesagt haben, einmal Spaghetti Bolognese bitte. Ist es sehr fett, die Soße? Oder zum Beispiel bei Intercity, der von, weiß nicht, Budapest bis Köln fährt, in Bonn noch eine Gulaschsuppe bestellen. Das ist menschenverachtend. Waren immer Lehrerinnen, ich hab's genau gesehen. Eine Suppe und ein warmes Bier bitte. Ich mache gerade Feierabend. Das war doch schön, oder? Wenn man sich in der City gesetzt hat, man ist von Düsseldorf nach München gefahren, hat Mineralwasser bestellt, weil man keine Platzkarte hatte und hat sich das Mineralwasser eingeteilt von Düsseldorf bis München. Das hat sympathisch gemacht. Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, eine echte Sensation für uns, zum ersten Mal bei uns in 6 Jahren, hat gerade Deutschland kreuz und quer bereist für einen Artikel, der morgen im Magazin der Süddeutschen Zeitung erscheinen wird. Eine große, große Deutschlandreise. Er ist Journalist, er ist Autor, er ist Filmemacher, er ist Fernsehproduzent, er ist Moderator und er ist vor allen Dingen ein Homme de Femme. Deutschlands begehrtester Junggeselle heute Abend bei uns zu Gast, Roger Willemsen! Mein zweiter Gast, ebenfalls zum ersten Mal bei uns. Die aktuelle Single heißt Love Can Change So Much. Und ist die Titelmusik des Kinofilms Julieta. Heute Abend bei uns Zoe. Zoe, das ist die Platte von Zoe, eine CD mit Bonustrack für alle Fans, glaube ich. Ist das so? Keine. Nein, bei Pur war das so. Bei Pur. 6 Hits. Score, Edit, Beanfield, Rework, Score, Edit, Short. Das ist im Grunde derselbe Titel, mehrfach remixed, aufgearbeitet und fusionmäßig. Nochmal cross, cross, cross over. Der Verteidigungsminister ist heute eingetroffen in wo? Mazedonien. Mazedonien. Wie heißt die Hauptstadt von Mazedonien? Oh. Ja. Skopje? Nee, wie? Ja. Ist es Skopje? Es ist Skopje. Es ist Skopje. Ja, 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 ja. Das ist eine Region, mit der wir uns jetzt mal ein bisschen vertraut machen müssen, Herr Andrak. Ja, ich hab doch gesagt Skopje. Mazedonien, das muss aber kommen wie tack, bom, Chemnitz oder so. Einfach so Städte sein, die präsent sind. Obwohl in 30 Tagen ist es schon wieder Feierabend. Na, man weiß nicht. Da unten, es soll auf 30 Tage begrenzt sein. Und der Verteidigungsminister ist heute runtergereist mit seinem Lieblingssong. Hier bei Spiegel TV haben wir ihn entdeckt.
gut so, du bist mein Glück. Finde in der Liebe. Das hier möchte ich den Zuschauern heute zeigen. Das ist sehr wichtig. Das Entschuldigung. Das möchte ich den Zuschauern heute zeigen, denn das geht um das Thema Altersvorsorge. Aber erst möchte ich Ihnen diesen Werbespot zeigen mit unserer großartigen Kollegin Uschi Glas, der einfach zeigt, Sat.1-Künstler machen mehr als nur Spielfilme. Sie machen durchaus eigene Produkte und vielleicht wäre das auch was für Sie. Sie war das Schätzchen einer ganzen Nation. Sie bezauberte als Halbblut Apanachi und spielte hochbetagt die Tierärztin Christine. Irgendwann stellte Uschi Glas fest... Irgendwas mache ich falsch. Richtig, Uschi. Aber jetzt machst du was du richtig gut kannst. Und zwar vertickst du auf einem Billig-Ramsch-Kanal deine selbst zusammengepanschte Kosmetikschmiere. Klasse. Bei deinem ersten Auftritt warst du super freundlich. Hast mit der blonden Studio-Fregatte Gesa gescherzt und warst voll motiviert. Aber als klar wurde, dass nur 5 Leute deine Bodypumpe bestellt hatten, war Schicht. Das war der zweiten Sendung deutlich anzumerken. Und hier ist sie, Uschi Glas. Hallo, grüß Gott. Hallo! Uschi, Sie sehen schlecht aus. Alt, verpennt und abgespannt. Wie sieht's aus? Haben Sie die Nacht durchgesoffen? Ja, richtig. Ich habe mich bis um 4 in der Früh zugeschüttet und war fett wie ein Eimer. Im Übrigen habe ich keine Lust mehr auf den Quatsch hier. Ja, ich schmeiß hin. Den Scheiß hier kauft eh keiner. Die lieben Zuschauer können mich jetzt mal kreuzweise und zwar am Arsch lecken. Der Hauptpunkt bist aber du, Gesa. Du gehst mir mit deinem dämlichen Abendgetue und deiner tantigen Art so wahnsinnig auf die Eierstöcke. Also, das hält keine Sau aus. Klare Worte, Uschi. Aber ob deine Kosmetiklinie so ein Erfolg wird, ist mehr als fraglich, ehrlich. Gut zu, das was immer wichtiger wird, ist die Altersvorsorge. Die Altersvorsorge, Sie wissen, die sogenannte Riester-Rente, jeder muss jetzt schon anfangen, für das Alter zusätzlich zur staatlichen Rente noch selber vorzusorgen, denn wir werden alle 120. Ja. Das hat der Kanzler gestern offiziell bekannt gegeben. Alle werden 120, das ist das wichtigste Wahlversprechen für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Und mir ist aus meiner Zeitung hier das hier entgegengefallen, der Vorsorgereport der Commerzbank. Und das ist hochinteressant, denn auch Prominente, worauf Heino und Co. im Alter nicht verzichten wollen. Prominente sehen durchaus dem Alter mit gemischten Gefühlen entgegen. Zum Beispiel hier. Heino. Heino, sagt in diesem Commerzbank. Hier ist Heino. Da, Heino. Da. Heino, Gesundheit und Verstand sind die beiden wichtigsten Lebensgüter von Heino und Ehefrau Hannelore. Oder Sepp Maier, Torwartlegende. Für Torwart Sepp Maier gehört sein Hund Batzenhofer unbedingt mit zur Familie, die er sich im Alter um sich haben möchte. Gunther Emmerlich, TV-Moderator und Opernsänger. TV-Moderator und Opernsänger Gunther Emmerlich freut sich im Ruhestand auf Skatspielen, Wandern und Pilzsammeln. Und unten unser Kollege Uwe Hübner. Hitparader-Moderator Uwe Hübner hofft, im Alter nicht jeden Euro zweimal umdrehen zu müssen. Der Vorsorgereport der Commerzbank, Nummer 2. Es muss also auch schon eine Nummer 1 gegeben haben. Ja. Ja. Hast du die gesehen irgendwo? Das würde mich mal interessieren, weil es ist... Können wir mal besorgen, ne? Ja, sehr, sehr ansprechend. Aber wie ich die Commerzbank kenne, schickt sie es uns zu mit einem lustigen Brief. Sehr geehrter Herr Schmidt, als Fan Ihrer Sendung, auch wenn ich nicht mehr mit allem einverstanden bin und so weiter, blablabla, bla, bla, bla. Hier Folge 1. Ich glaube, das sind die zwei großen Themen, die Menschen bewegen. Altersvorsorge, 120 werden und die Umstellung auf den Euro, meine Damen und Herren. Haben Sie das schon alles begriffen mit dem Euro? Ich nicht. Heute sehe ich diesen einen, der so aussieht wie Rudi Carrell. Wie heißt der? Wim Deusenberg. Ja, ja. Wim Deusenberg. Wim Deusenberg sehe ich heute mit so einem Stern voller Geldscheine über die Bühne gehen. Da wurden die 9-Euro-Geldscheine vorgestellt. Und mir ist Folgendes passiert. In meinem Urlaub auf dem Weg nach Portugal. Ja, ich habe ja diese Familie in Coquille-Saint-Jacques besucht, Familie Dupont. Und habe dort im Restaurant Madeleine
Café Madeleine, ein kleines Bistro, mehr ein Bistro als ein Café, was getrunken. Und nebendran saß ein Herr, so ein dicklicher mit so ganz dichten schwarzen Locken und einem Pudel auf dem Schoß. Ja, und trank so Bier. Und plötzlich sagt er zu mir, I beg your pardon, sir. I heard you speak German with your children. I don't speak German, but a little English. Und das ist ja eigentlich das, wovon man träumt im Urlaub. Mit Menschen anderer Länder ins Gespräch zu kommen. Und ich sage, yeah, yes, I speak also no French, but in English. Und dann sagte der Mann zu mir, do you think we will get along with the euro? Da wurde es mir schlagartig klar, um 17:30 auf dem Marktplatz in Coquille Saint-Jacques. Verdammt der Euro. Werden wir mit dem Euro zurechtkommen? Do you think we will get along with the euro? Und da merke ich auch eine Veränderung bei mir. Weil früher zum Beispiel, als ich Interrail gemacht habe oder getrennt bin, ja, wenn mich irgendein Mensch im Ausland angesprochen hat, sofort an den Tisch gesetzt und zusammen was getrunken. Toll Ausländer kennengelernt. Also andere Nationen. Telefonnummer auf. Und then we talked and says, the Second World War was a big mistake for Germany. And the, we all feel guilty still, but... was heißt in Zukunft? Und so wusste man da nicht. Ja? Und man hat gleich gesprochen. The future. This is important for the younger people. Und heute habe ich wirklich gedacht für mich, wann hält er endlich die Luft an? Do you like it here in France? No, I'm here because I hate your country. I only travel to countries who I hate. It's beautiful. The weather is not so good today. For your country, it's okay. Nein, die haben natürlich gesagt, it's beautiful. In Germany, the weather always bad. In Germany, the weather is rain. Und früher, ja? Früher, ich schwör's dir, da war ich mal in der Bretagne, da hat mich einer angesprochen über die Verträge von Yalta. Il faut casser le contrat de Yalta. Und ich, hä? Ich wusste gar nicht, was das für Verträge sind. Oui, mais c'était les Allemands qui ont commencé la guerre, le deuxième. Après tout le merde en Compiègne, c'était pour. Pas tous les Allemands étaient des nazis, mais les autres n'ont pas savé que les plans de Hitler. Erklär das mal, wenn du plötzlich in einem Straßencafé in die Verträge von Yalta auf Französisch reingezogen wirst. Ich meine, um ehrlich zu sein, ich könnte es nicht mehr auf Deutsch beantworten. Und dieser Mann auf Englisch, da habe ich gemerkt, es interessiert einen nicht mehr, ab einem gewissen Alter. My daughter lives in Cannes. Her husband is also doctor for children. And she has a pharmacy. Das war doch eine Lüge, oder? Ich meine, die Tochter hat eine Apotheke und der Schwiegersohn ist Kinderarzt. Also geht es nur ein bisschen dicker. Und dann hörte ich mich sagen, what's the name of your dog? Ja, so ein versifften Pudel. Also. Das sind diese Schuldgefühle. Ja? Wie hieß er denn? Ich habe ihn nicht gefragt. Also sind diese Schuldgefühle. Ich bin wirklich 57 geboren. Ja? Aber diese Schuldgefühle, einen Franzosen nicht zu fragen, vielleicht hätte er gedacht, ich will böse oder so. What's the name of your dog? Ich weiß nicht, wie der Pudel hieß. Hat mir irgendwie nicht gesagt. The euro. I think it's important that we all work together for the future, because war is no good for no one. Da hat er natürlich recht. Das war mir auch nicht so klar bis dahin. Please speak me on if you meet me wherever in the fremde. And the more complicated the subjects are, the better for me. Don't go under the level of the contract of Yalta. Higher, please. Yeah. Aber was soll's? Es ist immer noch besser als Aggression. Und ich hoffe, dass es friedlich bleibt am Samstag gegen England.
Ja, es wird von der englischen Boulevardpresse aufgeladen. Von unserer Seite nicht. Samstag. Hm? Ja, der Sieg wird so klar ausfallen, die fahren beschämt nach Hause und nichts ist. Der Bessere soll gewinnen. Lüge. Lüge. Das sind doch, die saufen doch vor dem Spiel, die saufen doch auch während dem Spiel, diese Engländer, oder? Dieser Beckham hat sich doch in den Strapsen verheddert. Deswegen tritt er an. Und der Ole Seaman im Tor, der bringt es auch nicht mehr, der wird jetzt schon 38. Ja, nur zu Fehler. Alt. Ja. Mit 38. Fürs Tor. Soll die unser Thema sein? We want peace for all the men in Europe. And I hope we will get... Da hat er mich noch zu sich nach Hause eingeladen. Do you have a house here? No, I live in my Wohnmobil. Because I have a house only 10 minutes from here and I rent it for the summer month. From May to November. You need money, you loser? Was man dann alles nicht sagt. Immer in der Angst, es könnte einer mithören. Dabei komme ich gar nicht aus der Zone. Aber das sitzt in einem drin.